Ich stelle mir vor, dass auf der Bühne zwei Geschichten gleichzeitig geschehen. Und zwar ist es einerseits der Text Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig und andererseits, das wäre die zweite Spur, auch die Geschichte von Stefan Zweig selbst. Es ist eine große Qualität des Textes, wie Stefan Zweig eigentlich den Lauf der Geschichte beschreibt, als ein großes Durcheinander, ein großes Chaos, wo kleine, oft vom Zufall bestimmte Momente den Lauf der Welt einschneidend verändern. Und wir versuchen in den Proben eine Form zu entwickeln, wo man dieses gleichzeitige, chaotische der Wirklichkeit erzählen kann in einer Form auf der Bühne. Und wahrscheinlich werden wir dafür eine musikalische Form suchen, weil mit musikalischen Formen und Strukturen kann man von Gleichzeitigkeit, von Chaos und von übergeordneter Struktur erzählen, wie es mit Sprache allein nicht möglich ist. Mir gefällt der Gedanke sehr, von der Bühne als eine Art Trümmerhaufen oder eine Art Dachboden der Geschichte, wo Säulen und Waffen und Soldaten und Pferde und Kanonen herumliegen, alles, was man halt so braucht, um Geschichte zu schreiben. Und das Bühnenpersonal ist ständig damit beschäftigt, aus diesen Trümmern und Versatzstücken neue Luftschlösser zusammenzustellen.